Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn in einigen wenigen Sekunden die Energiemenge freigesetzt wird, die die Sonne normalerweise in zehn Milliarden Lichtjahren abgibt, dann muss das schon was sein, mein lieber Mann. Und das nicht irgendwo im elektromagnetischen Spektrum, sondern auch noch im hochenergetischen, im höchstenergetischen Bereich, im Gamma-Bereich. Da, wo die Strahlung so hart wird, dass sie sich fast von selbst in Teilchen- und Antiteilchenpaare verwandelt. Es handelt sich um einen sogenannten Gamma-Ray-Burst. Der Ausbruch von Gamma-Strahlung in, einem, in wenigen, wenigen Sekunden, ganz manchmal nur zwei, drei Sekunden, dann ist die Sache schon vorbei. Und oft kommen dann wenige Tage, manchmal auch erst Monate später, das Nachglühen dieses Ausbruchs. Und aus diesem Nachglühen kann man dann erfahren, als Astronom, also als Lichtarchäologe, kann man das herauslesen, dass diese Objekte offenbar ganz 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 weit von uns entfernt sind, also aus kosmologischen Distanzen kommen, aus einer Zeit, als das Universum vielleicht eine Milliarde, vielleicht anderthalb Milliarden Jahre alt war. Gamma Bursts sind das energetischste, was es im Universum gibt. Und eine Theorie zum Ursprung dieser Gamma-Ray-Bursts benutzt den Begriff Hypernova. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Was ist eine Hypernova? Es gibt eine Nova. Gut, Nova ist ein neuer Stern. Es gibt eine Supernova. Nicht nur eine, es gibt viele Supernovae. Das sind Sterne, die explodieren. Und werden dann zu Neutronenstern. Und der nächste Schritt ist eine Hypernova. Man könnte auch sagen, eine Superdupernova. Also ein Stern, der noch stärker in seinem Energieausstoß ist als eine Supernova. Wenn ein massereicher Stern sein Leben beendet, dann entsteht im Kern dieses Sterns Je nach Masse des Kerns, entweder ein Neutronenstern, also das heißt, da ist noch ein, eine stabile materielle Grenze da, nämlich die Oberfläche des Neutronensterns. Und wenn dieser Kern drei Sonnenmassen überschreitet, dann wird er zum schwarzen Loch. Das ist dann keine wirkliche materielle Grenze mehr, sondern das schwarze Loch bietet sozusagen nichts anderes mehr an als den Horizont. Alles, was durch diesen Horizont hindurchfliegt, er leidet irgendein Schicksal. Welches Schicksal? Wissen wir nicht, denn aus einem schwarzen Loch kommt keine Information mehr heraus. Und äh, das war's dann. Beim Neutronenstern hat man es ja noch mit der richtigen materiellen Kugel zu tun, die dreht sich um ihre eigene Achse, da können Teilchen aus der Oberfläche herausgerissen werden, und häufig haben Neutronensterne sehr, sehr starke Magnetfelder, sodass die Teilchen entlang der Magnetfelder äh, ins Universum entweichen und dabei Strahlung abgeben. Auf die Art und Weise entstehen Pulsare. Ja? Das ist ganz klar. Aber was passiert, wenn der Kern eines massereichen Sterns zum schwarzen Loch wird? Was ist denn da innerhalb des Sterns los? Bei einer normalen Supernova, ich fange damit nochmal an, sind die Dinge klarer. Die Hüllen des Sterns fallen auf diese materielle Grenze des Neutronensterns im Innern und dann gibt es eine Riesenexplosion. Das kennt, das kann man sich irgendwie gut vorstellen. Damit im Kern eines Sterns ein schwarzes Loch entsteht, ist also Massereichtum Voraussetzung. Vor allen Dingen eben Massereichtum des Kerns selber. Der muss größer als drei Sonnenmassen sein, erst dann gibt es nichts mehr, was den weiteren Kollaps dieses Sternkerns hemmt. Es gibt keine quantenmechanischen Regularien mehr, die die Neutronen und Protonen und Elektronen davon abhalten, zum schwarzen Loch zu werden. Also müssen wir davon ausgehen, wer diese Hypernova-Hypothese äh, stimmt, dass wir es mit einem sehr sehr massereichen Stern zu tun haben, der nun sein kurzes Leben, denn massereiche Sterne verbrauchen ja ihren Kernbrennstoff in relativ kurzer Zeit. Der wird also nur wenige Millionen Jahren leben, der wird also seinen Brennstoff in kurzer Zeit verbrauchen. Und dann passiert im Innern dieses Sterns, nachdem er also diese ganzen Fusionsstufen äh, durchlaufen hat, bis er beim Eisen angekommen ist, entsteht im Innern ein schwarzes Loch. Massereiche Sterne zeichnen sich nun dadurch aus, dass sie nicht nur im Inneren einen solchen Kern bilden, sondern dass sie auch eine enorme Aktivität an ihrer Oberfläche aufweisen. Denn massereiche Sterne sind heiß, und das heißt, die treiben Strahlungswinde raus. Das, das heißt, nicht nur die Strahlung entweicht von dem Stern, sondern auch noch das Hüllenmaterial kann sich mit hoher Geschwindigkeit vom Stern entfernen. Das heißt, man hat also unter Umständen einen Riesenstern der dadurch geprägt ist, dass im Innern irgendwelche Fusionsprozesse sich noch abspielen, ja, während die Hüllen also von dem Wind davongetrieben werden. Und dann bricht im Innern der Fusionsprozess zusammen, ein schwarzes Loch bildet sich und das wird sich natürlich drehen, weil alle Sterne sich drehen, ja, immer. Das Loch kollabiert dadurch, dass der Drehimpuls erhalten wird. Na, das ist die Geschichte mit den Eiskunstläufern, die die Arme anziehen. Sobald die Arme angezogen werden, dreht sich der Eiskunstläufer schneller. Auch hier ist es so, der Kern Schrumpft oder dreht sich immer schneller. Aber was passiert jetzt mit dem Material um dieses schwarze Loch drumherum? Wir sind immer noch im Stern, im Stern, innerhalb des Sterns. Ja. Was passiert mit der Scheibe? Na, jetzt habe ich schon verraten. Doof. Also das Gas von dem Stern wird von dem schwarzen Loch in seiner Mitte in eine Scheibenstruktur hineingezogen. Das schwarze Loch verändert also die Struktur dieses Sterns ganz gewaltig. Nicht nur dass da Gasbewegungen im Innern des Sterns stattfinden, die vorher nicht vorhanden waren. Da passiert noch mehr. Der Stern, ein massereicher Stern, hat im Allgemeinen auch Magnetfelder. Die werden ebenfalls durch die Saugwirkung des schwarzen Loches in der Mitte dieses sterbenden Sterns mit in die Scheibe hineingezogen. Das heißt, um das schwarze Loch herum bildet sich im Stern selber eine magnetisierte Gasscheibe, und das schwarze Loch zieht und zieht und zieht und zieht immer mehr und mehr Material an. Ja? Und was jetzt passiert, ist entscheidend für den Unterschied zwischen einer Hypernova und einer Supernova. Bei einer Hypernova wird durch die Ansammlung des Gases auf dieses akkretierende schwarze Loch. Akkretion heißt nichts anderes als Ansammlung von dem äußeren Material. Durch das schwarze Loch wird ein enorm starkes Magnetfeld aufgebaut. Das Magnetfeld wird zusammengewirbelt, wird immer stärker und stärker und stärker gedreht. Und das ist wie das Spannen einer magnetischen Feder. Das heißt, das magnetische Feld ist in der, sozusagen in der Mitte dieses Sterns in einer Scheibe zusammengepresst. Und sobald dieses Magnetfeld einen kritischen Wert überschreitet, springt das Feld auf. Und es wird sehr, sehr viel Material aus der Scheibe in diese offene Magnetfeldstruktur, in diese magnetische Feder hineingezogen und rast raus. Sehen Sie noch da? Das ist ein Hammer, ne? Also, nochmal. Im Kern eines Sterns bildet sich ein schwarzes Loch. Dieses schwarze Loch reißt Material zu sich heran. Es bildet sich eine Scheibe aus. Und in dieser Scheibe sind Magnetfelder drin. Durch die Verwirbelung der Magnetfelder entsteht das, was die Hypernova von der Supernova unterscheidet. Neben der Tatsache, dass bei Supernovae normalerweise ein Neutronenstern entsteht, hier ist es ein schwarzes Loch, sondern dass hier auch noch diese Jets auftauchen, diese Plasmaströmungen, die nämlich entlang der Rotationsachse, um die das schwarze Loch sich herumdreht, aus dem Stern herausschießen. Innerhalb weniger Sekunden haben diese Jets, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, ja, den Rand des Sterns erreicht und brechen durch die Oberfläche, denn sie, sie haben es haben sie schon vergessen, haben es verge nicht vergessen, verdrängt, ne, dass ja dieser Stern im Wesentlichen immer noch durch diese äußeren Hüllen definiert ist. Ja. Im Kern hat sich zwar das alles abgespielt, aber die Hüllen Millionen Kilometer entfernt, ja, die sind ja noch da. Und die, durch diese Hüllen stoßen diese Jets durch, es bilden sich Stoßwellen, das heißt, das Material wird heiß. Es wird sehr, sehr viel Energie freigesetzt. Es wird Energie freigesetzt in Form von Strahlung. Es werden Teilchen beschleunigt. Ja? Und jetzt geht's weiter. Diese Jets, die da mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Sterninnern herausschießen, die treffen ja auf Material. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Vor einigen Minuten habe ich Ihnen erzählt, dass ein schwerer Stern sein Leben sehr schnell beendet. Weil die Fusionsprozesse im Innern dieses Sterns sich so unglaublich drastisch beschleunigen. Warum? Naja, ich will es nochmal erklären, weil der Druck auf den Fusionsreaktor im Innern, aufgrund der großen Masse, die dieser Stern hat, so hoch ist, dass die Fusionsreaktionen sehr, sehr schnell verlaufen. Das hat zur Konsequenz, diese kurze Lebensdauer, dass der Stern selbst sich von der Region, in der er entstanden ist, nämlich von der Gaswolke, aus der er entstanden ist, noch nicht sehr weit weg bewegt hat. Unsere Sonne zum Beispiel mit einer Sonnenmasse, die wird 10 Milliarden Jahre alt, da wissen wir heute schon lange nicht mehr, die ist jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt, aus welcher Gaswolke die entstanden ist. Das ist längst passé. Aber bei vielen Sternen, die wir in der Milchstraße zum Beispiel beobachten, die so 20, 30 Sonnenmassen haben, deren Lebensdauer ist nur wenige Millionen Jahre, die bleiben ganz in der Nähe der Gaswolke, aus der sie entstanden sind. Und bei dieser Hypernova muss es dann genauso sein. Das sind ja Sterne, die 25, 30, vielleicht 50 Sonnenmassen haben. Das heißt, wenn die explodiert und wenn diese Jets aus der Hypernova herauskommen, dann treffen diese lichtschnellen Plasmastrahlen natürlich irgendwann diese Gaswolke, die in unmittelbarer Nähe des Sternensterns ist. Und da entstehen dann die Nachglühlinien. Am Anfang der Sendung hatte ich ja gesagt, man sieht eben von dem Gamma-Ray-Burst am Anfang die Gamma-Strahlung. Das war hier das Durchbrechen der Plasma-Jets durch die Sternhülle. Und dann sieht man manchmal Tage, manchmal Monate später, das Nachglühen. Das heißt, aus der ursprünglichen Gammastrahlung, strahlung wird Röntgenstrahlung, aus der Röntgenstrahlung wird langsam Ultraviolettstrahlung, optische Strahlung, manchmal sieht man sogar ein Radio-Nachglühen an der Stelle, wo der Gamma Ray Burst zuerst entdeckt wurde. Und so ist es bei der Hypernova ist, sind es die Jets die aus dem Kern des Sterns kommen, die jetzt diese Gaswolke erreichen und in der Wechselwirkung der Jets mit der Gaswolke entstehen dann die Linien, die man beim Nachglühen heutzutage beobachten kann. Das ist also sozusagen das ganze Konzept der Hypernova als Gamma-Ray Burst. Es gibt andere Konzepte wie zum Beispiel verschmelzende Neutronensterne, verschmelzende Schwarze Löcher die ebenfalls als Theorien für Gamma-Rebirths hergenommen werden. Aber man muss Folgendes sagen, die große Anzahl von Gamma-Rebirths am Himmel und vor allen Dingen deren isotrope Verteilung, nicht nur, dass sie irgendwo in Galaxien angesondert sind, sondern dass man sie über den ganzen Himmel gleichmäßig verteilt sieht, bedeutet, dass es sich um etwas handeln muss, was in sehr, sehr, sehr vielen Galaxien sozusagen dauernd passiert ist. Heutzutage, Gott sei Dank, nicht mehr. Denn heutzutage ist die Entstehung von solchen sehr, sehr, sehr massereichen Sternen wird immer seltener und seltener. Aber in den ganz frühen Phasen im Universum, da war es eben möglich, dass diese ganz großen Sterne entstanden sind. Warum? Naja, damals gab es kaum Gas, was richtig gut abkühlen konnte. Die Abkühlung eines Gases hängt von der, naja, von der, von der Menge der schweren Elemente ab. Schwere Elemente sind alle, die schwerer sind als Helium. Und die ersten Sterne, die entstanden sind, waren nun mal Sterne, die fast nur aus Wasserstoff und Helium bestanden. Die Gaswolken, die dazu notwendig waren, die konnten nicht so tief abkühlen wie die Gaswolken, die wir zum Beispiel heute in unserer Milchstraße sehen. Es bleibt also, dass die Hypernova-Hypothese uns eine vernünftige Erklärung liefert für alle Phänomene, die zum Gamma-Ray-Burst mit dazugehören. Ja? Es gibt Alternativen. Die aber durchaus ihre Einschränkungen haben. Große, massereiche Sterne sind der Normalfall in Galaxien, die sich gerade bilden, weil diese Galaxien eine gewisse Temperatur haben, die sie kaum unterscheiden. Und da ist es einfach, sind massereiche Sterne favorisiert. Was sich dabei tut im Einzelnen, ist leider Gottes durch einen großen Lichtvorhang verdeckt. Denn die Intensitäten, die bei dem Gamma-Rebirst freigesetzt werden, sind, wie ich am Anfang der Sendung schon sagte, enorm. Er wird in wenigen Sekunden das freigesetzt, was die Sonne in zehn Milliarden Jahren freisetzt. Ich möchte die Sendung beenden mit einem Satz von Marie von Ebner Eschenbach. Das alles vergeht, ist einem ja schon von der Jugend her klar. Aber wie schnell alles vergeht, das merkt man erst im Alter.